Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android App, die es aber über F-Droid gibt. Beziehungsweise, ich glaube, es ist nicht nur Android. Ich glaube, kann man es auch für Windows runterladen? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich verlinke euch die Seite. Die Rede ist von Bromide. Spricht man das so aus? Ich hoffe es. Bromide. Das ist ein Chromium-Fork, also ein Browser mit integriertem Ad-Blogging und Enhanced Privacy. Und wird gesagt, take back your browser. Es ist auch irgendwie ohne die ganzen, es ist degoogelt, also irgendwie Google-Sachen sind da rausgeschmissen worden. Und es ist a no-clutter browsing experience without privacy invasive features und with the addition of a fast ad-blocking engine. Und das funktioniert auch sehr gut. Ich habe das Ganze über F-Droid runtergeladen, im Play Store werdet ihr das nicht finden. Was mich stört, da bin ich halt einfach irgendwie, dass halt sowas wie Chrome an sich oder Brave Browser oder Firefox oder was auch immer, ist da natürlich komfortabler, dass es gesynkt wird. Das macht Bromide nicht. Und es sieht halt aus, ja, wie der ganz normale Chrome, also man findet sich zurecht, was auch Nachteile mit sich bringt, weil zum Beispiel ist die URL immer oben. Das mag bei einem relativ kleinen Smartphone wie dem Pixel 5 noch okay sein. Auf größeren Smartphones ist das halt blöd, aber die EntwicklerInnen, was auch immer, sagen halt, sie machen das nur privacy-mäßig schick, das Ding, und machen da keine eigenen Features rein, also wird die URL aber da oben bleiben. Jedenfalls habe ich das so im Internet gelesen. Trotzdem auf jeden Fall ein Browser, wenn man irgendwie auf Datensicherheit und Privatsphäre vielleicht nicht unbedingt angewiesen ist, aber dem nicht ablehnen gegenübersteht, und man sollte Privatsphäre nicht ablehnend gegenüberstehen, der kann sich, finde ich, jedenfalls Bromide auf jeden Fall mal ansehen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.